Oh, hey Leute, willkommen zum neuen Video. Heute soll es mal um dieses Armband hier gehen. Das ist einigen von euch sicherlich schon aufgefallen, dass ich hier so ein Armband habe und das ist kein iPod oder sowas ähnliches, sondern das sieht so aus. Wow. Mal gucken, fokussiert er? Fokussiert er? Okay, tut er nicht. Schade. Na super. Das ist das hier, Body Media Fit Link. Und es ist so ein Armband, das misst die Kalorien. Oh, jetzt piept es gerade, weil ich es nicht umhabe. Und im Großen und Ganzen kann man jetzt an diesem Armband nicht sehr viel sehen. Man trägt es halt hier oben rum, um den Arm. Und da sind halt einige Sensoren dran, die halt entsprechende Dinge messen. Ich weiß nicht genau, könnt ihr euch jetzt alles aufzählen. Irgendwas mit Wärme und Gleitfähigkeit der Haut und Schweiß und Bewegung und all so ein Kram. Und vielleicht steht es hier unten drauf. Naja, auf jeden Fall, ich habe es mir halt hauptsächlich gekauft, um die Kalorien zu messen. Das kann das nämlich. Messen, wie viele Kalorien man verbraucht. Es kann auch ja im Großen und Ganzen messen, wie viele Schritte man geht. Das ist natürlich nicht ganz genau. Das geht nur über die Bewegung und das weiß es natürlich nicht, ob das jetzt ein Schritt ist oder ob das nur eine Armbewegung war und so weiter. Das ist nicht 100% akkurat, aber sonst ist, erzählt es einem auch, wie aktiv man ist und so weiter. Also das verbindet man dann über Bluetooth mit so einer App. So, und da kann man dann alles erkennen. Kann jetzt fokussieren. Ja, und da sieht man dann halt eben die Kalorien, die man bis jetzt verbrannt hat, wie aktiv man war, wie viele Minuten man normal aktiv war, hier, wie viele Minuten man extrem aktiv war, wie viel man geschlafen hat, wie viele Schritte man gegangen ist und so weiter. Das Einzige, was man in der App leider nicht sehen kann, ist, ja, wie viel man wohl etwa bis Ende des Tages an Kalorien verbraucht hat. Aber man kann auch hier so einen Graph anschauen, wann man wie viel verbraucht hat. So. Das geht entsprechend höher. Man kann das auch das Ganze auch auf dem Computer anschauen. Mal gucken. Da geht man dann auf so eine Website. Und da kann man dann hier auch angucken, wie viele Kalorien der wohl verbrauchen wird. Kann man das da erkennen? Ich weiß nicht. 3421 sagt er bis jetzt. Glaubt er, dass ich bis Ende des Tages verbrauche? Das ist natürlich noch nicht. Ja, was kann man noch dazu sagen? Ja, das ist halt aus Amerika. Es gibt auch eine deutsche Version, die heißt dann Senseware und nicht Link. Die ist praktisch genau gleich, kann dasselbe und so weiter. Kostet nur leider 1000 Euro. Ich verstehe nicht ganz genau, was das für eine Strategie ist, die die da haben. Auf jeden Fall, man kann sich das aus Amerika kaufen und mit Zoll und dies und das und bla. Also ich habe dafür etwa 200 Euro bezahlt und halt eben nicht 1000 und es erfüllt seinen Zweck. Ach ja, was noch einige Leute gefragt haben, wie genau ist das Ding? Das ja, wird halt irgendwie gesagt, so knapp über 90%, weiß nicht, so 95 oder irgendwie sowas. Aber hat ja auch keinen Referenzwert. Also es gibt eigentlich kaum was anderes, mit dem man das sozusagen messen kann, mit dem man das vergleichen kann. Das Einzige, was man halt ausprobieren kann, ist dieses, ich esse genauso viel, wie ich verbrauche laut dem Gerät. Und wenn ich sozusagen mein Gewicht stabil halte, dann ist das korrekt. Und wenn ich dann irgendwie dort stark abnehme oder so, dann ist das anscheinend nicht korrekt. Aber im Großen und Ganzen benutzen das viele tausend Menschen und da war jetzt nicht wirklich viel dabei, wo Leute gesagt haben, ich nehme ab, obwohl ich eigentlich mehr esse, als ich verbrauche angeblich und so weiter. Da gibt es eigentlich keine Beschwerden. Und ich habe da bis jetzt auch noch nicht gemerkt, es kommt alles relativ logisch hin. Man kann das hier auch alles sehr gut erkennen. Zoomen wir wieder ran. Da gibt es ja diese ganzen Spitzen hier.
Da kann man super erkennen, wie viele Kalorien man verbrannt hat und was für eine Aktivität man gemacht hat und so weiter. Und ja, deswegen denke ich mal, dass das relativ akkurat ist. Und ja, das war es erstmal, denke ich, zu diesem Gerät das Wichtigste. Bodymedia Fitlink ist ein bisschen schwierig ranzukommen. Ich glaube, die haben die Produktion jetzt auch eingestellt. Ich würde das eigentlich ja gerne weiterempfehlen und was weiß ich. Aber ist halt irgendwie nicht so einfach. Es ist nicht einfach so ein Produkt, wo man so einen Link in die Beschreibung hauen kann. Sondern das ist ein bisschen, vielleicht ab und zu auf eBay wird eins verkauft und so weiter. Und ach ja, was man noch sagen kann, man muss ein Abo abschließen. Also man muss 5 € im Monat bezahlen, damit man das benutzen kann. Aber das ist jetzt, finde ich, okay. Also benutze es gerne. 5 € im Monat sind nicht viel. Und die ersten 3 Monate sind auch frei. Also ich musste noch nichts bezahlen. Ich habe das ja noch nicht so lange. Und von daher, ich bin damit ganz zufrieden. Und man kann damit immer sehen, wie viel man verbraucht. Und das ist schon relativ hilfreich, weil man dann einfach ja, da entsprechend auch seine Ernährung anpassen kann. Sehen kann, was verbraucht, wie viel und so weiter. Und das kann man alles ein bisschen akkurater machen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall daraus gelernt habe, ist, man verbraucht tatsächlich mehr, wenn man mehr isst. Aber das liegt daran, das hat man ja, konnte man sich vorher auch schon eigentlich einigermaßen denken. Aber das ist halt wirklich extrem. Man sieht es dann in den Zahlen ausgedrückt. Wenn man halt weniger isst, dann wird man halt einfach ja, wesentlich schlapper und bewegt sich viel weniger und so weiter, liegt länger auf dem Sofa rum, steht weniger häufig auf, um irgendwas zu machen und so weiter. Und deswegen ist es so, wenn ich praktisch über 3000 esse, dann verbrenne ich auch 4000 am Tag. Wenn ich aber unter 3000 esse, also dann fällt es mir richtig schwer, was zu machen, und dann komme ich meistens mit dem Verbrauch auch nur unter 3500. Und deswegen bin ich für mich eigentlich auch froh, dass ich das herausgefunden habe. Dann kann ich nämlich auch immer gucken, dann esse ich lieber ein bisschen mehr und verbrauche dann auch ein bisschen mehr, als halt eben irgendwie jetzt meine Kalorien so unendlich runterzuschrauben und dann die ganze Zeit nur schlapp in der Ecke zu liegen und nichts mehr zu machen. Und insofern hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. Und die andere Sache ist halt eben auch, die ich jetzt leider nicht machen kann. Nico hatte das auch kurz an, das Armband. Und bei ihm hat man halt gemerkt, er ist halt gerade krass im Überschuss und er verbraucht halt extrem viel mehr. Also er verbraucht beim Training genauso viel wie ich, beziehungsweise insgesamt sogar fast genauso viel wie ich, weil halt einfach, ja, weil man einfach viel mehr Gas gibt im Training und bei allen Übungen, aber jeder Bewegung verbraucht man viel mehr Energie, wenn man halt im Überschuss ist. Aber gut, das kann ich jetzt im Moment noch nicht machen, weil im Überschuss, wenn man nicht im Überschuss bin, dann ja, dann kann ich halt kein Fett mehr abnehmen. Also macht es keinen Sinn, sozusagen mehr zu essen, um mehr zu verbrennen. Weil, ne, versteht ihr, dann ist das ja, ist die ganze Logik dahin. Naja, insofern, jetzt wisst ihr, was es ist, was man damit machen kann und so weiter. Ich bin zufrieden damit. Könnt gucken, ob ihr da irgendwie rankommt. Ja. Bodymedia Fit Link. Wow. Kann er mal fokussieren. Was weiß ich. Naja, auf jeden Fall könnt ihr mal googeln, wenn ihr auch haben wollt. Vielleicht kriegt ihr das noch irgendwie. Vielleicht gibt es auch irgendwann ein Nachfolgemodell, was ähnlich gut ist. Und dann war es das erstmal. Ciao, bis zum nächsten Mal.